Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zum Euro Truck Simulator 2. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid, worüber ich mich allerdings nicht so freue, beziehungsweise eigentlich ist es ein Grund zur Freude, denn der Iberien-DLC, also Spanien-Portugal, der ist jetzt raus. Wir gucken gerade mal auf die Weltkarte und ihr seht hier, dass hier jede Menge neues Gebiet dazugekommen ist. Und genau gesagt, ich glaube, bis Bayonne konnte man vorher schon fahren. Barcelona müsste auch neu sein. Also dieser ganze Bereich hier ist jetzt neu dabei. Das ist eine ganze Menge Strecke. Aber ihr seht hier schon, was das Ganze für Folgen hat. Für uns nämlich, wir sind schon wieder in Osnabrück. Yay! Ja, neues Kartenmaterial, neuer DLC heißt, die Pro-Mods funktionieren nicht mehr. Die zusätzlichen, oder besser gesagt, die realistischen Betriebe, die funktionieren weiter. Also wir haben hier Agrovista, Nagel, DB Schenker, Obi und andere weiterhin auf der Karte. Aber ich musste den anderen Teil, die Kartenüberarbeitung von Pomods, deaktivieren, weil sonst wäre dieser Teil hier gar nicht sichtbar. Und dann habe ich den deaktiviert und wir sind natürlich wieder zurückgesetzt worden nach Osnabrück. Ja, Bonn ist jetzt auch weg. Bonn gibt es auf der Karte ohne Pomods zum Beispiel gar nicht. Und ist klar, dass das Spiel einen dann zurücksetzt. Wir waren aber schon in Kassel, allerdings noch nicht über die Routen, die wir hier in der normalen Fassung haben. Ich bin tatsächlich geneigt, sehr geneigt, die Promos komplett rauszulassen, da das ständige Rücksetzen langsam ein bisschen nervig wird. Und ja, ich möchte wirklich mal nach Süden kommen. Vielleicht fahren wir jetzt einfach hier nach durch Frankreich nach Spanien. Schauen wir mal. Wir müssen uns auf jeden Fall jetzt einen Auftrag schnappen und ihr kennt das Prozedere ja schon. Wir suchen uns was hier in Osnabrück und schauen mal für Obi von Osnabrück nach Osnabrück. Nee, das ist was? Osnabrück? Ah, hier fangen die an, die etwas weiter weg sind. Also Bremen, Groningen, Köln. Köln wäre gut. Hier hätten wir Kassel. Ist auch Richtung Süden, aber wenn wir jetzt doch mal nach Frankreich fahren wollen, dann ist Köln tatsächlich das Beste. Und die Strecke ist von der Länge auch in Ordnung. Also nehmen wir das jetzt. Wir müssen uns jetzt natürlich erstmal. Oh, habe ich jetzt einen Schnellauftrag genommen? Nein. Ich dachte schon nicht einen Schnellauftrag. Okay, wir fahren los. Dann wollen wir eben vom Hof runterfahren. Nach rechts ab. Diesmal habe ich das Schild auch stehen lassen. Anders als beim letzten Mal. Und schalten wir noch das Licht ein. Und holen uns eben unseren Auftrag. Biege nach rechts ab. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Da haben wir uns jetzt einfach vorgemogelt. Aber was will der machen, ne? Wenn er so langsam fährt, ist doch nicht unser Problem. So. Ja, man soll ja immer passiv fahren, ne? Das ist ja so die Empfehlung. Passiv fahren. Ich persönlich kann das auch nur befürworten, halte mich aber selbst nur in ungefähr 1% meiner Fahrzeit daran. Ich bin eher ein sportlicher Fahrer, um das mal ganz offen zu sagen, aber im Rahmen des Erlaubten. So, da vorne verjüngt sich die Spur. Ich hätte bald gesagt, mal gucken, ob wir hier noch vorher... Ah, die biegen ab. Ja klar. Ist ja wunderbar. Dann mache ich hier jetzt mal ganz dreist die Straße schon vorher ein bisschen dicht. Biege nach rechts ab. Da stand sogar schon ein Schild. Agrovista rechts rein. Das ist ja gut. Oh, hier fahren wir mal ein bisschen über den Streifen. Und dann können wir uns da vorne schon den Auftrag holen. Ja, und dann geht's nach Köln. Also wieder Ruhrgebiet. Ja, war ich doch ein bisschen überrascht, dass sogar... Biege nach links ab. Ganze Städte, also Bonn in dem Fall, wirklich Teil von Promods ist.
Und wir das nur sehen konnten, weil das Sie da sind am Ziel angekommen und Ihre Routenführung ist damit abgeschlossen. Von einem fleißigen Modder eingefügt wurde. Und das finde ich ja total klasse. So, wir haben ja schon den Auftrag vorausgewählt. Hier Traktoren von Osnabrück nach Köln. Nur 5 Tonnen, das ist ein Traktor. Das nehmen wir jetzt an. Zeit zu gehen. Na nun. So. Oh, da hinten steht der Auflieger. So, und dann habe ich natürlich, ich lese immer alle Kommentare. Das muss ich einfach auch nochmal sagen, weil viele das vielleicht noch gar nicht wissen, da gerade auch dieses Let's Play einige Zuschauer zum Kanal bringt, die ihn vorher noch gar nicht kannten. Denn eigentlich sind ja hier Strategiespiele, Aufbau- und Wirtschaftssimulation Hauptthema und nicht so Simulatoren wie der Euro Truck Simulator. Und also für alle, die das noch nicht wissen, ich lese jeden einzelnen Kommentar. Alles wird von mir gelesen. Antworten kann ich nicht auf alles. Das ist einfach zu viel dann. Außerdem verdienen einige Antworten dann auch mehr Zeit, als ich mir manchmal nehmen kann. Und dann lasse ich es lieber ganz. Auf jeden Fall lese ich die Kommentare und ich habe gesehen, ihr möchtet gerne, dass ich auch mal ein bisschen das Rückwärts-Einparken übe. Demnächst links abbiegen. Und ich sehe absolut ein, dass das vielleicht Sinn macht. Ich frage mich aber wirklich jetzt mal, da würde ich gerne mal vielleicht so eine grobe Umfrage starten. Also ihr könnt das einfach in die Kommentare mal schreiben. Ob ich das denn, ist das wirklich so wichtig, dass ich da gescheit einparke beim Ziel? Weil es lässt sich ja ganz einfach überspringen auch. Man kann ja auch einfach einparken oder das Einparken komplett überspringen. Legt ihr da wirklich gesteigert Wert drauf, dass ich da einparke mit komplexen Rückwärtsmanövern und hast du nicht gesehen? Also wenn ihr mich nur leiden sehen wollt, dann muss ich euch sagen, bitte nicht. Wenn ihr aber meint, ja, das würde das Gameplay bereichern, ja, dann will ich es gerne auch nochmal ein paar Mal versuchen oder auch lernen. Also ich lege da ehrlich gesagt nicht so viel Wert drauf. Mir macht das Fahren Spaß. Ey! Der hat doch nicht alle Tassen im Schrank. Hat er das gesehen? Holla, meine Güte. Also, ich lege nicht gesteigerten Wert darauf, hier die ganzen Einparkmanöver zu machen. Aber gut. Ich bin ja, ich bin ja willig, mich zu quälen, wenn es denn unbedingt sein muss. Von daher, Ausfahrt rechts nehmen. Gib mir einfach Feedback und dann gucken wir mal. Nimm die Ausfahrt rechts. Na nun, Lenkungseinschlag fühlt sich ein bisschen komisch an. Der hat doch nicht irgendwelche Optionen jetzt zurückgesetzt. Bitte rechts halten. Ja, ich kann zum Beispiel, also falls das jetzt bei euch Thema ist, ich kann den Wunsch. Oder ich würde den Wunsch verstehen, wenn ihr zum Beispiel sagt, hier Doc, fahr unbedingt in die neuen Gebiete, wir wollen die neuen Gebiete Spanien, Portugal, das wollen wir alles sehen. Also absolutes Verständnis und auch Unterstützung meinerseits. Ich möchte da hinfahren. Bitte links halten. Wir müssen nur die Aufträge kriegen. Aber wenn wir in Köln sind, sind wir schon mal ein bisschen näher dran am Ziel. Zumindest ein paar hundert Kilometer und dann wird das schon irgendwann, ne? Wir werden uns jetzt einfach durch Frankreich wursteln und dann irgendwann in Spanien ankommen. Das ist so mein Ziel. So, also fast 19 unterwegs. Jetzt schalte ich den Tempomat ein. Und lassen uns einfach, ja, durch die Straße ziehen. Leute, natürlich weiß ich, dass wenn man Tempomat einschaltet, man nicht weiter aufs Gaspedal tritt. Also, die Frage schon zu stellen, da muss ich sagen, fühle ich mich auch ein bisschen beleidigt. Nein, also, ich nehme nichts übel, ne, aber also, ich bin über 40 und das weiß ich. So, also. So, jetzt müssen wir mal kurz hier pausieren. So, okay. Können weiterfahren.
Ja, also, ne, Tempomat hält die Geschwindigkeit, das weiß ich natürlich. Dass man dann nicht weiter Gas geben muss, weiß ich auch. Dass der Tempomat jetzt ein Limit hat, das weiß ich durch die Kommentare. Also, ja, so ein Reaktionslimit, eine Schwelle, ab der reagiert wird. Meistens so 5 Kilometer voreingestellt. Man kann das aber auch enger einstellen. Das weiß ich inzwischen auch. Und von daher, ja. Das wusste ich aber auch von Anfang an, dass man mit dem Tempomat nicht weiter aufs Gas tritt. Das war mir schon klar. So besonders ist ein Tempomat dann ja nun auch nicht. Und wir müssen den nächsten Rastplatz anfahren. Ich glaube nicht, dass wir noch 2 Stunden jetzt durchfahren können. Das heißt, wir müssen in die Routenplanung. Und wir steuern. Oh weia. Wir müssen. Nee, ne? Was ist das denn bitte? Oh, da kommen wir nicht drauf. Ist das hier keine Abfahrt? Natürlich. Aber scheinbar komme ich von da nicht wieder zurück, meint das Spiel zumindest. Das kann man jetzt hier auch schlecht sehen. Das ist auch eine Autobahn. Nee, das ist keine Autobahn. Da müssten wir noch umdrehen können. Können wir umdrehen, hier wieder drauf fahren? Nee, wir können. Doch, na klar können wir von hier drauf fahren. Also diesen Schlenker hier, den müssen wir nicht fahren. Aber wir müssen diese Abfahrt zur Rast nehmen. Auf geht's. Von daher machen wir das mal. Jetzt zeige ich dir natürlich 395 Kilometer an, das stimmt aber nicht. Halten. So, hier ist das schon. Sieht immer so weit aus auf der Karte, aber eigentlich geht das alles wohl. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Demnächst links abbiegen. Oh nein! Ich bin mit meinen Fingern an die Tastatur gekommen. Und Leertaste ist die Feststellbremse, die habe ich jetzt gedrückt gehabt. Nichts passiert. Sie werden müde, ja, wir wissen es ja.
Wieso dürfen wir denn hier nur 60 fahren? Nun gut, da kommt unsere Raststelle. Wir fahren jetzt so drauf, dass wir Ausfahrt parken. Da kommen wir so nicht rum. Tanken machen wir jetzt nicht. So, ich bleib so stehen. Ist für mich in Ordnung. Und dann einmal ausruhen. Dann geht's auch schon weiter. Wir fahren jetzt hier wieder zurück. Und ich weiß nicht, warum das da wieder jetzt eine andere Route sieht. Stimmt doch was nicht. Wir löschen das jetzt wieder. Los. Und dann ist alles wieder normal. Ich schalte jetzt das zusätzliche Infodisplay wieder aus. Möchte ja eigentlich ohne auskommen. Euer Feedback dazu habe ich jetzt auch noch nicht ausgewertet, weil die Folge ist ja schon ein bisschen vorproduziert. Und ich habe in der letzten Folge gefragt, bevor ich dann eure Kommentare lese, kommen wohl noch zwei, drei Folgen. Das Bremsen so habe ich noch nicht so wirklich im Gefühl. Wieso blinke ich eigentlich noch? Ich spüre, dass ich da noch ein bisschen üben muss, weil ich sag mal, Gas geben machst du ja die ganze Zeit. Bremsen ist seltener und dann rechts abbiegen. Dann genau da zum Stehen zu kommen, wo ich es gerne möchte, das gelingt mir halt nicht immer. Biege nach rechts ab. Jetzt mal gucken. Ja, schon besser. Aber wir haben immer noch einen weiten Abstand hier. Aber das ist schon okay. Da würde ich jetzt mal sagen, das war in Ordnung. Ist ganz angenehm, dass der Auflieger nicht so lang ist. Man eigentlich sehr schön in die Kurven mit. So, da haben wir das Westhofener Kreuz. Bitte links halten. Wir sind ja immer noch Stufe 6 oder sind wir 7, weiß ich gerade gar nicht. Ich weiß, dass wir mit Stufe 8 neue Motoren, glaube ich, kaufen können. Bessere Motoren. Das würde ich dann auf jeden Fall machen wollen. Weil es ja nun nicht so, dass an der Endgeschwindigkeit sich jetzt hier was ändert, aber Beschleunigung, Zugstärke, gerade dann noch bei schwereren Lasten sind wir ja noch gar nicht so viele von gefahren. Also eigentlich sogar sehr wenig. Es gibt ja
extreme Schwerlasten, die man auch fahren kann. Ausfahrt rechts nehmen. Nee, hier muss ich doch nicht rausfahren. Ausfahrt rechts. Doch. Es ist so schlecht zu sehen. Immer geradeaus. Bitte rechts halten. Ah, ja, super. Und da ist schon wieder eine Ausfahrt gesperrt, ey. Oh. Leute, wie ich es langsam hasse. Jetzt müssen wir, Moment, was müssen wir jetzt sperren? Das müssen wir sperren. Und geht mit Ort meiden und schwupp. Und jetzt bin ich auf die Berechnung gespannt. Also das sagt schon nichts Gutes. Warum braucht die Routenberechnung jetzt so lang? Ich sag mal, sonst komme ich auch selber drauf, dass wir hier einfach über Düsseldorf dann fahren. Was macht der denn da jetzt? So, pass mal auf. Es geht nicht. Wieso geht das nicht? Fahrt vorsichtig. Bitte rechts halten. Es geht ja, wir können ja hier weiterfahren. Hier ist doch nicht gesperrt. Wir könnten im Grunde auch da durchfahren, ne? Ja, gut, aber das wollte er ja nicht mehr. Kein Problem. Ja. Ich finde eine neue Route. Jetzt geht's. Jetzt geht die Berechnung auch sofort. Komisch, dass das jetzt gerade nicht funktioniert hat im Routenplaner. Boah, Leute. Stehen sie hier auf dem... Wir kriegen jetzt nicht noch einen Stau hier, oder? Also so realistisch brauche ich es dann bitte nicht. Oh, kommt schon, Leute. Fahrt doch einfach. Da habe ich jetzt keine Lust drauf. So. Jetzt habe ich mich wirklich sehr rüpelhaft verhalten. Aber ich bin ein bisschen stolz drauf. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist eine Fahrt wieder. Baustelle. Oder Unfall. Besser gesagt. Dann beinahe Crash. Jetzt weiß ich nicht, was gerade passiert ist. Meine beiden Bildschirme sind kurz schwarz geworden. Das habe ich noch nie gehabt. Aufnahme sieht aber gut aus. Ich hoffe, dass nichts kaputt gegangen ist. Könnte sein, dass ihr einen Ruckler drin habt oder habt, ja, hattet jetzt gerade. Kann ich nicht sagen. So, jetzt versuche ich aber wieder konform zu fahren, also regelkonform, das war auch wieder nur meiner Unaufmerksamkeit geschuldet, weil ich jetzt aufs Aufnahmeprogramm geschaut habe. Ist schon ein bisschen irritierend, wenn das passiert und man macht sich ja Sorgen, ob alles stimmt, aber müsste eigentlich gut sein. So. Rechts ab. Immer geradeaus. Sagt die immer geradeaus und 50 Meter später biegst du schon wieder ab. Biege nach rechts ab. Die Navi-Ansagen hatte ich ja schon mal gesagt, die finde ich semi-gut. Also.
die helfen mir oft nicht. Man muss eigentlich wirklich immer unten auf den Verlauf der Linie schauen. Sonst führt das zwangsweise zu komischen Irrwegen. So, und jetzt fahren wir hier so ein bisschen über Land Richtung Köln. Schon langsamer. Ist das denn in der Realität so? Jetzt bin ich wirklich gerade überfragt. 60 auf der Landstraße als LKW? Darfst doch auch 80 fahren, oder nicht? Eieieiei, das ist jetzt blanke Unkenntnis, aber ich bin davon ausgegangen, dass man hier auch als LKW-Fahrer mit 80 fahren darf. Also ich habe auch noch nie einen LKW auf der Landstraße vor mir fahren gehabt, der 60 fährt. Gefühlt vielleicht, aber nicht wirklich. Hier dürfen wir jetzt auch wieder schneller. Nee, für uns gelten weiter die 60. Also scheint tatsächlich so zu sein. Das ist ja eine ganz neue Info für mich. Ja, guck mal. Lerne ich auch noch was. Rechts ab. Oh, und dann sind wir in Köln. Guck mal, wie schön. Oh, es scheint warm zu sein. Links fährt das Cabrio. Upsi, wir haben es geschafft. Jetzt nur noch ein paar Meter zum Auftraggeber und dann gibt's Kohle. Nochmal die Erinnerung. Bitte einfach mal in die Kommentare schreiben, wie wichtig ist es euch, dass ich mir hier beim Einparken einen abmühe. Das ist eine Suggestivfrage jetzt, ne? Aber das wäre schon wirklich wichtig für mich zu wissen, weil wenn ihr da wirklich Wert drauf legt, dann würde ich es mir anschauen. Ansonsten würde ich einfach das einfache Einparken nehmen, weil für mich ist der Hauptspaß des Spiels hier nicht das Parken oder Rangieren oder so, sondern das Fahren. Die Entspannung, das bisschen relaxte, wenn es denn dann nicht gerade eine Umleitung gibt. Immer ne? Geradeaus. Das macht für mich eigentlich so das Spiel hauptsächlich aus, aber das kann ja sein, dass ihr das ganz anders seht und ihr den Simulationsaspekt total feiert und ja, und wirklich wollt, dass hier alles auch stimmig ist. Nee, das ist noch eine weiter. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Links.
links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Fahr zu. Steht ihr denn da rum? Demnächst links abbiegen. Biege so. Nach links ab. Wir sind da. Es ist vorbei. So, das mache ich jetzt halt eben auf diese Art und Weise. Und ihr schreibt es mir schön rein, was ihr sehen wollt. War jetzt nicht viel Geld, ne? Also ganz im Gegenteil. Von der Vergütung her war dieser Auftrag einfach nur unterirdisch. Aber gut, muss halt auch mal sein. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.